Es ist erstmal unglaublich gut instrumentiert und es ist sehr originell instrumentiert. Ich habe das Gefühl, am Anfang muss man sich an diese Sprache gewöhnen. Aber vielleicht, weil es auch so wenig gespielt wird. Ich glaube, Bartok hat man doch heutzutage, nach so vielen Jahren, ist Bartok doch wirklich im Repertoire fest verankert. Aber bei dem Dohnányi, ja, das ist eine merkwürdige Geschichte, dass es vielleicht sogar, ich will nicht sagen, spröde ist, aber ein bisschen einen Zugang sucht. Erstmal ist es fünfsätzig, was schon erstaunlich ist. Gut, es ist 1901 geschrieben. Mahler hat ja da schon sechssätzige Symphonien, die dritte und so weiter geschrieben. Es gibt auch ein kleines Intermezzo, das ganz auf ein Bratschensolo gestellt ist. Das könnte man ein bisschen mit Brahms, wie du richtig sagst, das hat so einen Brahms-Intermezzo-Charakter. Der zweite Satz beginnt mit einem kolossal langen Englischhorn-Solo. Wenn man sich den dritten Satz dann anhört, da glaubt man, da ist dann schon wirklich eine Pustermusik. Nur mit Klarinettendingen und mit freien Geigen, das ist so wie ein Primarsch und so. Also da fast wie eine ungarische Rhapsodie. Es ist zum Schluss des Stückes eine unglaubliche Fuge, die technisch wahnsinnig schwierig ist für das Orchester und meisterhaft gemacht. Das ist jetzt für mich eine Erfahrung, die ich mit dem Stück hier habe, die mich sicher dazu bewegen wird, wenn ein Veranstalter sagt, wir wollen was wir noch nicht gehört haben oder etwas Neues oder etwas Unbekanntes hören. Ich würde Ihnen sagen, dass das eine Musik ist, die wert ist, dass man sie spielt, die wert ist, dass man sie hört, die in der Vergangenheit verankert ist, wie du gesagt hast, konservativ, aber gleichzeitig Elemente hat, die in die Zukunft zeigen, gerade der dritte Satz, und die durchaus gut gearbeitet ist. Thank you.